Wir driver 800 Hektar her. 150 Hektar Skog. Wir betreiben 800 Hektar Acker, 150 Hektar Wald und 45 Hektar mit Tannenbäumen. Wir haben Getreideproduktion, Gerste, Weizen und Raps und auch Ackergras. Wir haben herausgefunden, welche Lösung wir bevorzugten und danach Kontakt mit verschiedenen Firmen aufgenommen. Firmen, die das richtige Projekt liefern konnten. Derncon ist eine professionelle Firma mit einem guten Backup. Wir kennen den Verkäufer Ole Lautzen seit 10 Jahren und wenn er nicht den richtigen Preis anbieten kann, muss er etwas anderes anbieten können. In diesem Fall konnte er sowohl den richtigen Preis, die richtige Qualität und eine gute Weiterverfolgung anbieten. Wenn man etwas ändern möchte, ist die Weiterverfolgung ganz wichtig. Das bedeutet alles für uns. Hier ist eine Flachlagerung mit Holzboden. Die Holzbretter sind 12 cm breit. Der Boden ist rapsdicht und wir können die Ernten direkt einfahren und lagern. Wir haben diese Flachlagerungslösung gewählt, weil wir das Gebäude schon hatten. Wir wollten auch eine flexible Lösung haben, wobei wir verschiedene Erntetypen trocknen mussten. Erst trocknen wir Ackergras und danach Raps. Wir haben letztes Jahr mit Ackergras angefangen und nach der Trocknung dieser Ernte haben wir Malzgerste auf der Flachlagerung getrocknet. Dabei haben wir eine gute Ware liefern können. Jetzt trocknen wir Weizen. Wir können nicht selbst billiger trocknen, aber wir bekommen eine bessere Ware, indem wir selbst trocknen.